Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Final Fantasy Crisis Core. In der letzten Episode sind wir zurück ins Shinra-Hauptgebäude und hier... Jetzt habe ich komplett Items verschwendet. Warum nicht? Eigentlich wollte ich nur angreifen. Aber nochmal den Konflikt auch behoben. Ich wollte erstmal hier lang gehen, dann... Neben haufenweise Shinra-Spielsachen gibt es hier was Cooles zu finden. Die 67. Ebene sollte Leuten, die Final Fantasy 7 schon gespielt haben, auch bekannt vorkommen. Denn hier haben wir, wie ihr seht, einen Zellenblock. Und den sollten wir uns für später merken. Wie gesagt, wenn ihr Final 7 gespielt habt, kennt ihr den. Hier wurden Cloud und seine Freunde eingesperrt. Dementsprechend könnt ihr euch auch ungefähr vorstellen, wo wir hier gerade sind. Hier ist schön Blut verschmiert. Oh, da wollen mich Genesis-Leute noch angreifen. Das war's dann. Wollen wir Genesis? Und wenn wir hier weitergehen... ich versuche immer zu rollen, aber das geht ja nicht. Geht nur im Kampf. Dann solltet ihr den Ort hier besonders kennen. Wir können hier leider nicht reingucken. Oder auch um diese Tube hier großartig kümmern. Aber ja, wir befinden uns hier auf der Ebene, wo die Experimente von Hojo durchgeführt werden. Hier gibt es ein paar Items. Und wir nehmen mal den Aufzug nach oben. Hey, der Professor. Jetzt können wir erstmal mit Hojo reden. Ja, er ist in Sicherheit. Ah, okay. Okay. Ah, ja. Hehehe. Was ist los? Bist du nicht weg? Degradierende Monster. Ah, okay. Unbekannte Lebensform? Genova. Das Unheil, das vom Himmel herabfiel. Das ist die Aufgabe von Soldat zu denken, sondern kluge Köpfe wie mich zu beschützen. Okay. Merkt euch diese Aussagen für später, aber bevor wir das tun, untersuchen wir mal diese Maschine hier. Hm? Vorsicht, Gefahr, nicht berühren, steht hier. Ja, dann berühren wir mal, ne? Hey! Oh, was eine Hitze. Oh, und Gegner kommen auch noch. Die Würmer kennen wir ja schon. Materiabestückung hat sich geändert. Okay, ja, wir haben eine Materia-Test-Verrichtung. Wir haben einen HP, MP und AP-Verstärker, das Proto-Magie-Schwert und einen Vitra-Zauber. Jetzt müssen wir gegen die Gegner hier kämpfen. Und wir können zum Beispiel mal das Proto-Magie-Schwert einsetzen. Und ihr seht schon, das ist eigentlich eine ziemlich coole Fähigkeit. Sehr, sehr heftig. Gefällt mir. Hitze. Wasser, Wasser. Oh, 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 oh. Oh, fuck. Oh, oh, oh. Ah! Und nichts ist passiert. Wir sind immer noch hier. Huch, huch. Hm. Okay. Wir haben den Simulator verprügelt. Au, au. Aha. Experimentelle Materie. Okay. In 10 Jahren 20%! Ach du Schande. Okay, das war die komplette Gehaltserhöhung dafür, dass wir ein Soldat erster Klasse werden. Das hat sich ja gelohnt. Dann gucken wir uns mal die Maschine hier an. Aha. Makoregenerator. Aha.
Eine Fehlfunktion. Ja, ja. Probieren wir trotzdem. Zur Überladung. 5 Sekunden nach Aktivierung des Systems muss der Prozess abgebrochen werden. Okay. Initialisierung des Countdowns. 4, 3, 2, 1. Abschalten. 100% der Ladung. Wunderbar, dafür kriegen wir 100 SP. Das war gut. Ich glaube auch nicht, dass wir die nochmal benutzen dürfen. Doch, dürfen wir sogar. Wenn ihr es verkackt und euch zu lange Zeit lasst, verliert ihr sogar 50 SP. Also überlegt euch das gut, ob ihr das benutzen wollt. Viel wichtiger ist allerdings, wenn wir hier hingehen. Da ist nichts drin. Aha. Was Faszinierendes. Okay, dann gehen wir mal rein. Okay. Hey! Ein einfaches Experiment. Wir sollen seine Fragen beantworten. Wer ist das größte Vorbild? Wir sollen hier hilfreich fürs Soldat antworten. Dementsprechend ist das größte Vorbild natürlich Sephiroth. Er ist immerhin auch der mächtigste. Was sollte Priorität haben? Natürlich die Forschung. Ihr sollt hier wirklich entgegen des Charakters von Zack antworten. Und ein guter Soldatkämpfer schreckt auch nicht an der Kritik vor. Ja, sehr, sehr vielversprechend. Okay, jetzt werden unsere Kapazitäten verbessert. Wir werden aufgepumpt. Und wir kriegen hier 1000 SP-Einheiten. Ihr könnt über dieses Experiment bis zu 1000 SP gewinnen. Das ist jetzt hier richtig schön abgegradet worden. Okay. Wir könnten uns weiter upgraden lassen, aber das wäre gefährlich und sinnfrei. Darum tun wir das auch nicht. Das nächste, was ich tun möchte, ist meine Ausrüstung überarbeiten. Und zwar werden wir... Ich würde mal sagen... Ich mag mein Ausrüstungsset sowieso nicht. Ich werde hier erstmal die Stählenmaterie reinpacken. Vielleicht werden wir auch irgendwann mal Blitzrainer wegpacken. Ich bin aber fürs Erste zufrieden damit. Stehlen ist wichtig für uns. Ich überlege auch gerade, ob ich das nicht weiter vorhin, ob ich das ganz vorne hinpacke. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob wir neben der Regenermaterie nicht noch, ob wir nicht noch ein Ding hatten. Hatten wir nicht eine Barriere? Ich überlege gerade, ob ich die benutzen soll, aber nee. Nee, wir lassen es erstmal so. Stehlen ist wichtig für die nächste Nebenmission. Und zwar müssen wir uns jetzt erstmal das Ding hier angucken. Sieht kompliziert aus. Wir drücken einfach mal auf den Knöpple. Drückste Knöpfe. Jetzt stehen wir unter... Oder noch nicht, aber wir stehen gleich unter einem Zeitlimit. Oh, wir haben Monster freigelassen. Okay. Ah, wir sollen sie wir sollen die Monster entsorgen. Okay. Jedes dieser Monster hat einen Schlüssel. Ah. Wir sollen die Monster... Okay. Aha. Okay. Wunderbar. Okay, wir haben also 3 Minuten Zeit, um da unten die Monster auszuschalten und die Schlüssel zu benutzen, um die Zellen auszuräumen. Ja, da sind die Versuchsmonster. Und darum habe ich eben die Stählenmaterie ausgerüstet. Denn damit können wir den Monstern... Okay, sie sind in alle Richtungen verstreut. Die Jagd beginnt. Wie gesagt, wir haben 3 Minuten Zeit, um alle zu erledigen und ihnen die Schlüssel zu klauen. Wichtig ist, während des Kampfes ist der Countdown abgeschaltet. Das heißt, wir werden erstmal den Schlüssel beklauen, dann die Monster erledigen und gucken, dass wir weiterkommen. Wir haben es eilig, denn wir wollen alle 6 Monster erledigen und uns die Schlüssel abholen.
Wir kämpfen hier auch ein bisschen gegen unsere eigene Phasenmodulation, denn wenn wir super viel Pech haben, gibt's eine Phasenmodulation und der one-shottet den Gegner und wir kriegen den Schlüssel nicht und das wäre negativ, da ich alle Schlüssel haben will. Hallo. Du brav Pötchen, Kleiner. Wir klauen die... Wir klauen die Schlüssel zum Glück beim ersten Versuch direkt. Dann gehen wir mal auf die andere Seite, denn wir müssen zurück in den Zellenblock. Roger hat ja gesagt, dass da die im Zellenblock sich Gegenstände befinden. Pfötchen! Da ist unser Schlüssel. Böses Pfündchen. Ah, okay. Wir haben mehr als genug Zeit. Ihr seht schon. Hallo, Hündchen. Aua. Dafür gibt's Gift. Jo, mit jedem der Schlüssel können wir einen der Zellen öffnen. Bleibst du hier? Blödes Hündchen. Wunderbar, damit haben wir alle Schlüssel eingesackt. Jetzt können wir die Kisten, die Zellentüren öffnen. Ja, rein da. Und dann eben die Kisten einsammeln. Eine stille Materie. Ein Stärkeverstärker. Und ein Äther. Es gibt in jeder Zelle gibt's drei Kisten. Gil. Ein Soma. Und eine Blitzmaterie. Hier waren wir schon, dann nehmen wir die hier. Hier gibt's eine 500 Gil Kiste. Eine 2000 Gil Kiste. Und eine Vita Materia. Also ihr seht schon, guten Stuff gewinnt hier. Eine Potion. Eine Feuermateria. Und eine High Potion. Und da wir die hier ausräumen, kriegen die Cloud und seine Freunde im Sequel nicht. Hehe, alles meins. Eine Potion. Einen TP-Verstärker, sehr nice. Und eine Eismateria. Und zu guter Letzt bin ich in die falsche Zelle gerannt. Top. Aber wir haben noch genug Zeit, zum Glück. Gibt hier eine High Potion, zwei Gil und ein Allheilmittel. Und damit haben wir alle Zellen geklärt. Und damit können wir jetzt uns auf die Ebene zurückbegeben, wo Hojo auf uns wartet. Wenn euch die Zeit abläuft und ihr die Zellen nicht lootet, wird euch Hojo die ganzen Schlüssel, die ihr... Okay. Ja, wir gehen zurück. Hojo wird euch die Zellenschlüssel abnehmen. Und dann habt ihr einfach Pech gehabt. Okay. Ja. Okay, wir werden anerkannt. Das ist cool. Okay. Ich darf alles behalten. Die Schatzsuche ist beendet. Wir haben alles eingesackt. Und das war's. Ja, wir haben die ganzen Minispiele hier abgeschlossen. Das Letzte, was uns jetzt noch zu tun bleibt, ist nochmal mit dem Professor zu reden, um ihn in Sicherheit zu bringen. Aha. Okay. Natürlich werden wir dich beschützen. Okay. Come and get it. Okay. Oh, du bist nicht begeistert von Professor... Well, look who's here. Gott, wie hieß er denn? Holländer. Ist kein Freund vom Holländer. Und
Du wirst wohl was von Hojo. Hollander sent you, correct? You think that if you obey Hollander, he'll stop your body from degrading. Is that it? Pitiful. Just pitiful, I say. Genesis. Lass ihn in Ruhe. A second-rate hack like Hollander couldn't cure a cold. Genesis, that's enough. Ah, what do we have here? My friend, the fates are cruel. There are no dreams, no honor remains. Ach, wat, red kein Scheiß. The arrow has left. The bow of the goddess. Du redest Bullshit. The entire cast of Hollander's freak show. Oh. Shut up, you! Loveless, Act 4. Wissen wir doch. Where the two friends challenge each other to a duel. An ancient epic. I read it thinking it might aid my research. But pure drivel. How does the duel end? Unknown. The last act is missing. And yet to be discovered. Ah. There are various theories. Wir werden all eure Theorien in den Schatten stellen. Aha. The mysterious gift of the goddess. What is the meaning behind it? Das auf jeden Fall den Raum zerstört. Das wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren gefixt, denn den Raum gab es auch in Final Fantasy 7. Ah, danke, würde ich mal sagen. Wir haben einen Engel rekrutiert. Angel. Und damit. My soul corrupted by vengeance. Ja. Beginnt ein ziemlich cooler Bossfight. Hath endured torment to find the end of the journey in my own salvation and your eternal slumber. Aha. Oh, scheint, als hätte der eine Materia. He's summoning again. Geht das wieder los? Zack, I leave this to you. Okay. Huh? You can do this. Trust me. Okay, don't Angel. Leave me here. Stop. Come back. Die beiden fighten. Und wir kümmern uns um die Beschwörung. Aerith? Listen, can I call you back later? Ja, wir haben da so ein kleines Problem. I have some company. So kann man es auch sagen. Hier greift uns nämlich Bahamut an. Das ist, glaube ich, seine Zornform. Ihr seht schon, ihr werdet hier mit Bahamut ja, es gibt hier haufenweise Bahamuts. Emotionaler Schub an unsere DBW verbessert. Und das Erste, was ich tun möchte, ist den Guten erstmal beklauen. Stehlen gescheitert. Hey, Aerith. Ich glaube, die haben wir eh noch nicht gesehen. Oh. Naja, zumindest gibt es ein Level-Up. Level-Up. Zack, 23. Cool. Ich hätte lieber Aerith gesehen. Komm schon, beklau ihn. Wir haben ihn geblockt. Komm schon. Ich weiß, dass du willst. Okay, wir haben eine High Potion. Das war's? Okay. Ansonsten gibt es erstmal volles Pfund aufs Maul. Unsere Magie, kann ich gerne demonstrieren, ist nicht besonders nützlich. Ich werde mal Regener anmachen. Okay. Jetzt können wir ihm richtig aufs Maul geben, mal wieder. Also ihr seht schon, unsere physischen Angriffe sind im Moment nützlich, ja? Da kommt sein Mega-Angriff. Exa-Flare. Oh, oh, oh. Wow, okay, das sieht schon saucool aus. Oh. Oh,
Halleluja, er benutzt den Mond als eine Waffe scheinbar. Er hat ein bisschen was von Bahamut 0. Ey, hat der den Mond gekillt? Das ist nicht cool, Bahamut. Das ist nicht cool. Und hat alles, um uns einen ziemlich guten Schaden zu verursachen. Der hat allerdings auch unsere MP auf 0 gebracht. Und das ist ein bisschen lästiger. Als Rache dafür gibt's eine Beschwörung. Komm schon, ich will was Cooles sehen. Oh, schade. Na, wir haben wieder MP. Und es gibt eine Schwert-Kombo. Und damit haben wir ihn erledigt. Coole Sache. So kann es natürlich gehen. Damit haben wir Bahamut Zorn, glaube ich, hieß er. Haben wir damit erledigt. Und damit sind wir auch kurz vor dem Ende dieses Videos. Zeit ist eh schon wieder gut abgelaufen. Aber wir haben Bahamut besiegt. Ja, und die beiden sind natürlich wieder verschwunden. Wie soll es anders sein? Und mit dem schönen Bildchen von Arathia beenden wir dieses Kapitel und auch diese Episode. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier, wenn wir weiterspielen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Euer Tridi.